So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder im Fußball-Talk vom Allerfeinsten hier auf dem, oder der YouTube-Fußball-Talk. Heute wieder dabei mit zwei Gästen. Zum einen ist es ein neuer Gast. Von seiner Fußball-Ecke kommt der liebe David. David, grüß dich. Ja, hallo und nochmal danke, dass ich hier dabei sein darf heute. Ja, super gerne. Und den guten, ja, bald schon, gehört schon bald zum Inventar, Baumader-LP. Baumi, grüß dich. Ja, grüß dich. Ja, was gibt's Besseres, als bei so einem schönen sonnigen Tag vorm PC zu sitzen? Ja, moin, moin. Ich hab gerade eben auf der Terrasse noch meinen Mittag verspeist, dachte ich mir so, mein, jetzt gehst du da rein, ey, in dieses Halblicht, ne, in der Bude. Draußen ist es extrem hell und in der Bude hat man immer so Halblicht. Denke ich so, oh Gottes Willen. Na gut, wir machen es aber für die Zuschauer und sie freuen sich drauf und sie wollen ja wissen, was abgeht. Und um Fußball zu schauen, wenn man nicht gerade Karten für Stadion hat, muss man auch in die Bude, ne? Was willst du machen? Hier stellt sich ja keiner den Fernseher ins Freie. Ja, wir haben ein paar Themen wieder rausgesucht oder besser gesagt, ich habe mir ein paar Themen zurechtgelegt. Möchte heute mal so ein bisschen über die Bayern reden und die langweilige Bundesliga ist ja der Aufhänger, absolut. Momentan wird es ja heiß diskutiert, überall. Jeder gibt seinen Senf dazu und alle finden es langweilig. Ja, das ist so, dass der Obertitel heute von der ganzen Folge geht natürlich aber noch ein bisschen auf die anderen Bundesligisten ein, insbesondere natürlich Schalke Leverkusen, ihre Vorstellung in der Champions League. Obendrein geht es dann noch Richtung Borussia Dortmund, das Verhältnis mit Bayern momentan oder Klopp und Sammer ist auch nicht ganz so gut. Und dann geht es auch noch weiter Richtung VfB Stuttgart aus aktuellem Anlass. Und wenn wir es noch schaffen, nehmen wir noch ein bisschen zweite Bundesliga rein. Und ich würde sagen, jetzt muss ich irgendwie die Überleitung finden und die beste Überleitung ist ja Aufstieg. Ja, kriegt man sich nicht so einfach hin. Zwischen zweite Bundesliga und erste Bundesliga sind ja noch Welten. Kriegt der Braunschweig gerade so ein bisschen zu spüren und vielleicht der eine oder andere Bundesligist, der aufgestiegen ist. Aber schauen wir mal, FC Bayern München, Baumi, wie siehst du das? Ist jetzt wirklich Bayern das Maß aller Dinge in der Bundesliga und ist die Liga deswegen, weil sie so dominant sind, das ist ja unabstreitbar, ne, dass die halt eben 20 Punkte Vorsprung haben, ist sie deswegen langweilig, die gute deutsche Bundesliga? Was meinst du? Also ich meine, das ist ja fast schon Gewohnheit, dass es langweilig ist. Was hatten wir letztes Jahr, 25 Punkte Vorsprung am Ende? Und jetzt sind es ja auch schon wieder 23. Gut, Dortmund kann jetzt heute noch nachziehen, dann wären es dann eben nur 20. Ne? Klingt auch schon wieder so super. Ja, das wird, glaube ich, auch noch ein paar Jahre so weitergehen, denke ich. Weil ich frage mich, wo soll das ernsthaft herkommen? Also die Gegenwehr. Die stößen ja alle ab. Dortmund hat eine Schwächephase gehabt, Leverkusen. Ja, und was dahinter kommt, das ist ja quasi die Inkonstanz in Person. Schalke, Wolfsburg. Leverkusen meinst du? Ja. Ja. Oh ja, das stimmt, ja. Schon wieder 1-1 gegen Hannover. Auch nicht so ganz überzeugt. Nicht wirklich, nee. Das Problem ist halt einfach, die können teilweise doch irgendwo mitspielen. Haben wir gestern ja auch gesehen, Wolfsburg. 60 Minuten, Knackpunkt. Wurde auch so schön gesagt, ich glaube, der Hacking. 60 Minuten Fußball wäre auch mal was Schönes, dass man danach abpfeift, nach einer Stunde. Ja, und dann kam ja wirklich die volle Breitseite, wo man dann einfach merkt, dass die Bayern dann erst richtig anfangen. Und dann kommt da so ein Ergebnis raus, ne? 1-6. Sieht furchtbar aus, ne? Aber Sieht furchtbarer aus, wie das Spiel eigentlich war, aus Sicht von VfL Wolfsburg. David, erstmal so ein Grundstatement. Findest du die Bundesliga zurzeit langweilig oder sagst du, ich finde schon noch irgendwo die Reize, sage ich mal, der Meisterschaftskampf jetzt, okay, den muss man jetzt einfach mal vorne wegnehmen, aber wie siehst du das allgemein? Also ich persönlich sehe das so, dass wenn man die Bayern einfach mal außen vor nimmt, ist die Bundesliga schon in seinen Zügen relativ spannend. In Europa, wenn man mal die Plätze 2 bis 7 jetzt nimmt, da ist ja alles irgendwie noch drin. Also da kann Augsburg, beziehungsweise Hertha kann ja auch noch nach Europa, wenn sie nur 3 Punkte holen. Da geht es ja am Wochenende immer irgendwie ab und unten, ja, ist ja Alltag. Also da kann ja jeder noch irgendwie da rausspringen. Selbst Braunschweig hat ja noch eine reelle Chance, da irgendwie aus dem Strudel der Abstiegskandidaten rauszuhuschen. Also ja, ehrlich gesagt, Bayern, klar, erwartet man immer jetzt so einen hohen Sieg, ist jetzt schon fast ein Luxusproblem, aber sonst, die Liga kann man sich doch noch ganz gut anschauen. Ja, ich denke auch. Also ich meine, gerade Abstiegskampf ist ja sehr spannend und viele andere Clubs geben ja genügend Stoff für Diskussionen. Zum einen die Überflieger aus Augsburg, die katastrophalen Zusammenhänge beim Hamburger Sportverein oder eben ganz andere Thematiken wie die, ja, diese zwanghafte Trainer-Nicht-Entlassung von, wie hieß er, Schneider, schon wieder vergessen, wie er hieß. Schneider, ja, genau, ne, von Stuttgart. War ja auch so ein bisschen kurios, dass er erst jetzt, wir hätten doch schon letzte Woche raushauen können.
Also Stoff gibt es genügend zu diskutieren. Die Meisterschaft ist vorentschieden, das bleibt stehen. Aber die andere Frage ist, und worauf ich auch so ein bisschen aus dieser langweiligen Diskussion, die da entstanden ist, weil als Dortmund so überragend gespielt hat, auch jeder gesagt, Mensch, wer soll die nochmal schlagen in nächster Zeit, ne? So wie die spielen, war ja auch teilweise 2011 und 12, das war ja auch überragende Fußball, die waren ja auch ihrer Liga voraus oder ihren Gegnern weit voraus von der Entwicklung her. Und nun verhält sich das ganz ähnlich mit den Bayern. Jetzt sind die wieder der Klassenprimus, halt sehr deutlich. Das ist halt das Krasse. Da kommt nämlich das Selbstvertrauen aus der letzten Saison mit dem Champions-League-Titel, möchte ich mal behaupten, dazu, der das alles noch ein bisschen weiter aufbläht oder die Jungs auch noch ein bisschen weiter aufbläht, weil selten habe ich einen Thomas Müller so konkret das Formulieren gehört, wie er es momentan macht hat, dass er wirklich sagt, naja, wir haben ja noch ein paar Spiele, da können wir das noch ein bisschen ausbauen, die Siegessäge und so, das kommt natürlich bei den anderen nicht so gut an, aber es ist ja die Wahrheit, sie reden ja keinen Stuss, sondern die Wahrheit. Frage ist jetzt, hat auch Sammer recht gehabt mit seiner Aussage, und ich will es ganz gerne mal zitieren für alle diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Ich würde einfach, ohne jetzt Kritik äußern zu wollen, das war ja so dieser Tenor, er wollte keine Kritik äußern, macht es aber trotzdem, die Konstanz bei dem einen oder anderen Club mal in den Mittelpunkt stellen, und dann schob er noch hinterher, wird denn woanders auch jeden Tag akribisch trainiert, als würde es kein Morgen geben. Und dann sagte er noch, er glaube, es ist bei manchen Bundesliga-Vereinen eben nicht der Fall. Baumi, wie siehst du das? Stimmt das so in der, sag ich mal, hat die Aussage so einen wahren Kern, oder ist es an den Haaren herbeigezogen und schon arrogant? Also zuallererst muss ich sagen, du hast das Wort genannt, arrogant. Also für mich ist es auch hochgradig respektlos, wirklich jedem gegenüber der anderen 17 Vereine. Also im Rahmen der Möglichkeiten, die eben da sind, das wäre ja absoluter Quatsch, da nicht alles rauszuholen. Ich weiß nicht, wo er das hergenommen hat, ob er damit auf Van Marwijk angespielt hat, der lieber in Holland war, als zu trainieren. Ich glaube, ja. Aber naja, das ist halt wirklich schon so ein bisschen vom hohen Ross. Ich meine, momentan können sie es halt leisten, die letzten anderthalb Jahre, zwei Jahre wirklich absolut dominant. Aber was er eigentlich möchte, er schließt sich mir nicht ganz. Der Jürgen Klopp hat es ja richtig gesagt. Er glaubt nicht, dass Bayern einen Punkt weniger hätte, wenn Sammer nicht da wäre. Ja. Für mich ist das einfach eine Witzfigur. Also ich habe ihn damals in Dortmund schon nicht wirklich gern gehabt. Und jetzt, seitdem er bei Bayern ist, also kann weg, wie man so schön sagt. David, wie siehst du das? Siehst du da einen wahren Kern, oder ist es deplatziert, diese Aussage? Nee, ich kann mich Baumi da eigentlich nur anschließen. Ich finde das, ehrlich gesagt, als ich das gelesen hatte, ich dachte mir, ich lese nicht recht. Also Sammer, der ist ja generell jetzt schon, auch schon vor der Aussage, so ein bisschen als der Buhmann dargestellt worden. Und jetzt durch die Aussage hat er sich dann natürlich da noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. Ich weiß nicht, ob er sich da so einen Gefallen mitgetan hat. Also ich glaube, das Training ist bei jedem Bundesliga-Verein anders, aber ich glaube nicht, dass die so trainieren, als ob es um gar nichts gehen würde. Also ich glaube, da hat er komplett was Falsches erzählt. Wobei er ja sicher auch nicht einen Überblick verschaffen kann, wie die Trainingseinheiten bei den anderen Vereinen ablaufen. Also da hat er das sehr verallgemeinert, und das ist halt, wie Baumi schon gesagt hatte, relativ respektlos gegenüber anderen Vereinen, die vielleicht nicht so das Image und die Möglichkeiten haben wie der FC Bayern. Ich sehe das nur ein bisschen zwiegespalten. Ich finde da schon irgendwo ein Fünkchen, sag ich mal, ernsthafte Kritik zu sehen. Bei den anderen war es ja noch das Interview ging ja noch ein bisschen weiter, und da war ja noch der Ton dabei, dass die Entwicklung bei dem einen oder anderen Verein eher rückläufig ist. Dass er sich da sparen hätte können, von wegen, ja, er glaube nicht, dass die anderen genauso trainieren wie der FC Bayern München, dass das natürlich, ja, es wirkt sehr arrogant, und das ist, ich will ihn da auch gar nicht, will auch gar nicht in Schutz nehmen, das kann man anders formulieren, gerade wenn man so auch in den Medien so ein Profi ist, ne? Gerade dann weiß man, was man sagt eigentlich, oder versucht zumindest, das nicht so zu formulieren. Dass die Entwicklung, wie gesagt, bei anderen Vereinen eher rückläufig ist, ich glaube, da steckt schon ein bisschen was drin. Bestes Beispiel ist ja nun mal zurzeit der Hamburger Sportverein, der streckenweise ja
weit oben mitgespielt hatte, aber auch Stuttgart-Vereine, die noch vor ja, gar nicht allzu langer Zeit wirklich weit oben mitgespielt haben und die nun die Plätze abdrücken müssen oder die Plätze verlassen haben, auf denen jetzt Freiburg gesessen war oder Frankfurt letztes Jahr oder jetzt dieses Jahr Augsburg. Ne? Das sind ja alles normalerweise Plätze, die ganz gerne dann eben normalerweise von Hamburg oder Stuttgart normalerweise im Frühjahr zumindest bekleidet worden sind. Dass da die Entwicklung rückläufig ist, ich denke mal, das ist offensichtlich, hilft ja aber nichts, wenn man dann auf die Trainingsarbeit hinweist. Das macht ja gar keinen Sinn. Klopp hat aber gleich geantwortet. Er hat natürlich sofort als Figur natürlich präsentiert, so hat als erster die Liga vertreten und sagte, die Bayern hätten keinen einzigen Punkt mehr oder weniger, wenn er nicht da wäre. Baumi, dein Statement, meinst du, ist so eine Figur wie Matthias Sammer? Und ich denke mal, er wird nicht nur als Aufgabe haben, sage ich mal, Interviews zu führen über andere Mannschaften, sondern er wird sicherlich auch noch sportliche Verantwortung tragen in diversen Richtungen. Ne? Spielerverpflichtungen, Scouting wird er da sicherlich sondieren etc. Aber häufig halt eben in Interviews zu führen oder eben als mehr oder weniger auch, wie soll man sagen, halber Pressevertreter. Wie siehst du das? Ist so eine Figur wie Matthias Sammer unnötig beim FC Bayern München oder macht das Sinn, dass da so eine Figur ist, und ich sag's mal noch ein bisschen weiter, die dann auch so ein bisschen polarisiert, um sich vor den ganzen Verein zu stellen oder vor den Spielern vielleicht auch oder vom Trainer, um einfach solche ja, kleinen Herde mal ein bisschen zu zünden, damit es nicht zu nah an die Mannschaft geht. Was meinst du? Also braucht keine Sau, wenn du mich ganz ehrlich fragst. Ich habe manchmal das Gefühl, weiß nicht, ob das euch auch so geht, dass der Sammer so ein bisschen einen auf Mourinho macht und so ein bisschen kopiert. Mhm. Bei Mourinho ist es einfach cool, ne? Den nimmst du das ab. Aber bei Sammer, das liegt alles irgendwie so aufgesetzt. So nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Ja? Mir fallen die Haare aus, ich will trotzdem nochmal irgendwie Gesprächsstoff sein in Deutschland. Keine Ahnung. Also für mich braucht den wirklich keiner. Und ich finde es einfach so großartig, wie der Jürgen Klopp das auch ausgedrückt hat, dass er eben nicht glaubt, dass Bayern einen Punkt mehr oder weniger hätte, wenn der eben nicht da wäre. Und, früher hatte ja die Rolle zum Beispiel der Nährlinger. Und das war die Zeit, wenn man es mal jetzt mal rein von den Fakten her nimmt. Als der Nährlinger da war, wurde Dortmund zweimal Meister. Bayern hat die Champions League verloren. Zweimal. Ich glaube, Nährlinger war auch schon 2010 im Amt. Es war die gleiche Rolle, die er geführt hatte. Wenn man jetzt sagt, seitdem Matthias Sammer da ist, sind sie Trippelsieger. Und dieses Jahr sieht es ja auch sehr gut aus, zumindest mal mit der Meisterschaft. Wenn man es jetzt rein von den Fakten nimmt, seitdem er da ist, läuft's. Ja, aber ich glaube... David, ja genau, David, hau mal, ja. Ja, ja, so kann man natürlich auch argumentieren, dass seitdem Sammer da ist, dass dann wirklich dieser Mega-Erfolg da ist. Aber ich glaube wirklich, und das scheint sich jetzt ein bisschen naiv anzuhören, dass dieser Erfolg wirklich viel vom Kader abhängt. Man sieht es ja, wenn man sich allein mal den Kader von Bayern anguckt, die haben eine A-Mannschaft, die haben eine zweite A-Mannschaft und sogar zum Teil noch eine dritte A-Mannschaft, so ganz salopp gesagt. Und da kannst du halt mal einen Shaqiri reinbringen für einen Robben oder so weiter. So solchen Luxus hat halt selbst Dortmund kaum. Okay, da kann man mal einen Aubameyang für Błaszczykowski oder so bringen. Das geht zwar noch, aber die haben halt nicht auf jeder Position eine Top-Besetzung, die auch mal komplett ausgewechselt werden kann. Und ja, und deswegen stimme ich da eigentlich Klopp auch insoweit komplett zu, weil ich glaube nicht, dass Sammer jetzt da der Hauptbestandteil ist für diesen Erfolg, den jetzt Bayern letztes Jahr hatte und auch dieses Jahr ja eigentlich nahtlos vorführt. Also ich finde den Klopp allgemein auch ziemlich sympathisch, aber da hat er ja wirklich mal so gesehen auf den Tisch gehauen und ja, also ich kann ihn da in Grundzügen eigentlich auch nur zustimmen. Ja, Baumi, wie siehst du das so zu dieser rein faktischen Perspektive, dass man sagt, hier, seitdem Sammer da ist, läuft's? Könnte man so sagen, aber das ist halt immer relativ schwierig, finde ich, das an einer Person festzumachen, die ja nun nicht wirklich so den sportlichen Wertungsbereich hat. Ne? Der Nährlinger hatte den nicht und der Sammer auch nicht. Also für mich sind es dann noch eher der Kader plus das Trainergespann, alles, was da drum rumhängt. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass der Sammer da so einen Einfluss hat. Und das wird der Jürgen. Er ist ja mit einer der Sportverantwortlichen. Also spricht ja auch viel mit den Spielern.
mit dem Trainergespann auch. Ist natürlich auch zuständig. Natürlich wäre jetzt anmaßend zu versuchen, das Berufsfeld des Sportmanagers beim FC Bayern München zu erläutern. Könnte ich auch gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was für Aufgaben er noch außerdem hat, außer nämlich in der Öffentlichkeit zu stehen. Vieles von dem Vereinsinterner wissen wir ja nicht. Also, das ist ja nur Spekulation. Aber wenn man das jetzt so, ich versuche es mal so ein bisschen platt zu sagen, aber er hat, was wir auch ganz schön gesagt haben, im Doppelpass ist eben dieses Good Boy und Bad Boy. Und so eine Figur zum Beispiel, bei Klopp ist es natürlich sehr schön, der ist mediengewandt, der geht auch gerne mal in die Kontroverse, geht gerne nach außen, er ist extrovertiert, stellt sich auch ohne Hemmungen der Presse. Wir wissen, Jupp Heynckes und auch Pep Guardiola, die sind das nicht, solche Figuren. Braucht dann so eine Mannschaft und gerade wenn es so ein großer Verein ist wie jetzt der FC Bayern München, einfach so eine Zusatzfigur, um zu sagen, wir müssen irgendjemanden dahin schicken, der dann ja Störfeuer bringt, der dann auch wirklich die Gegner auch jetzt so mal ab und zu verbal so ein bisschen rausreizt, damit, sag ich mal, nicht zu viel herumspekuliert wird um den eigenen Verein. Man früher hat ja rumgemotzt oder wir haben es auch so schön gesagt, diese Abteilung Attacke, das war ja früher mal Uli Hoeneß. Ist ja nun nicht mehr so aktiv, aber ist ja die Frage, ne? Braucht man sowas? Ist sowas gut? Weil, gut, Dortmund hat das, ne? Baumi, die haben ja mit Klopp so einen Typen. Also das will ich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Also der Klopp ist, wenn man das doch mal vergleichen möchte, auf der, ja, wie sag man es, sympathischen Schiene unterwegs. Also du wirst es nicht erleben, dass der mal wirklich unter der Gürtellinie irgendjemanden angreift. Und ja, bei Sammer ist es andersrum. Da erwartest du einfach, dass er das macht. Und dann bist du enttäuscht, wenn er eben nicht unter die Gürtellinie geht. Und ja, weiß ich nicht. Teilweise ist es für mich dann einfach ein bisschen schade, das so zu sehen. Ich meine, man kann ja einen sportlichen Erfolg haben. Man kann auch stolz drauf sein. Aber dann eigentlich bei jeder Gelegenheit die Gegner, wo man eigentlich trotzdem Respekt vor haben sollte und muss. Das ist einfach für mich selbstverständlich. Das dann immer so rauszuhauen und so diese Arroganz auch vorzuleben, weiß ich nicht. Macht's jetzt nicht sympathisch, ganz ehrlich. Also selbst den sportlichen Erfolg, den ich natürlich anerkenne, aber naja. Ja, nimm es mal so als diese Aussage des täglichen Trainings, der Akribie. Nimm das mal ein bisschen also als Anlass, um über das Spiel zu quatschen, was jetzt eigentlich ja noch bei jedem frischen Erinnerung ist, nämlich Wolfsburg gegen Bayern. Ich mach's jetzt mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ich polarisiere jetzt mal absichtlich. Um zu sagen, hat Wolfsburg nur bis zur 60. Minute trainiert oder trainieren die nur, um Kraft zu haben bis zur 60. Minute oder trainieren die Bayern, um 90 Minuten so durchzuhalten? David, wie siehst du das? Steckt da nicht doch irgendwie Wahrheit drin, wenn man sagt, ja, 60 Minuten hat alles geklappt und hat die Kraft nachgelassen? Ja, was muss man sagen? Also ich sehe das so, dass selbst nach 60 Minuten, schon vor der 60. Minute, die Kraft nachgelassen hatte. Bayern hat halt das Spiel eigentlich bis zur 30. nicht so ganz unter Kontrolle. Das hatte auch gegen Nürnberg schon zur Folge, dass man sich da nicht so ganz eingefunden hatte. Wolfsburg ist halt komplett draufgegangen, hat dann ja auch das Tor gemacht und da war eigentlich noch alles ziemlich prima. Fußball Deutschland hat sich gefreut, aber dann ist halt das Problem auch, wie ich es gerade auch schon erwähnt hatte in dieser Geschichte Sommer, Klopp und so weiter. Bayern hat halt diesen breiten Kader. Da kannst du halt einen frischen Topmann aufs Feld bringen und Wolfsburg, wen haben die auf der Bank? Da gehen halt von der ersten Elf die Kräfte aus und dann kommt halt auch sowas zustande. Und man muss ja auch sagen, bei Wolfsburg ist ja hier dieser Knoche in der Innenverteidigung und ich glaube auch Arnold, die gestern gespielt haben, die haben ja auch noch nicht so die große Erfahrung. Das sind ja auch noch so die Milchbubis der Liga, wenn man es mal so nennen will. Und, aber machen es gut, also gerade ja, Knoche macht es richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Also der hat ja auch in den letzten Spielen gezeigt, dass er ordentlich was drauf hat. Ja. Nee, aber das ist halt so. Wenn Bayern einmal die Zügel anzieht, ein bisschen Tempo macht, dann kommt halt eine Mannschaft wie selbst Wolfsburg, die ich eigentlich noch als Mannschaft eingeschätzt hatte, die den Bayern mal ordentlich so gefährlich werden könnte. Ja, wenn die anziehen, dann gibt's eigentlich kein Land mehr für die Gegner. Muss man so ehrlich gestehen.
Baumi, wie siehst du das? Wenn Bayern anzieht, dann gibt's kein Halten mehr, dann ist Land unter, beziehungsweise dann kommen die anderen Gegner unter die Räder. Woran liegt das? Training? Dass man eben, wie ich schon gesagt hatte, nicht 90 Minuten lang durchhält, so ein Tempo zu gehen, so ein Pressing zu gehen? Oder ist denn doch einfach die Sache, dass man nicht zwei Leute auswählen kann? Da stehen ja immerhin 11 auf dem Platz. Also ich finde es jetzt, wäre ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, jetzt, ne, da kommen nochmal zwei neue. Die machen dann nochmal richtig Dampf. Die alleine haben es ja nicht entschieden, obwohl sie einen großen Anteil daran hatten. Aber wie siehst du das? Ist es der Kader oder ist es dann vielleicht doch einfach mangelnde Kräfte, dass man sagen muss, vielleicht in den nächsten 5 Jahren, jo, die Jungs müssen noch mehr laufen, die müssen noch physisch noch stärker werden, damit sie eben 90 Minuten lang so pressen können. Weil ich habe gestern auch häufig gehört, als Entschuldigung, nach 60 Minuten ist uns die Kraft ausgegangen. Und man hat es auch gesehen, nach 60 Minuten waren die stehen K.O. Die waren vollkommen fertig und die Bayern sind noch gelaufen, wie was ich was. Ne? Also als ob man nichts anmerken würde. Woran liegt das? Und ich meine, auch Müller, ne, der hat ja noch die Tore gemacht, der ist auch noch im Sprint gegangen. Oh, ja, der Philipp Lahm hat es ja gesagt, dass ja, der Schlüssel war, dass Wolfsburg natürlich versucht hat. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie du Bayern so ein bisschen gegenkommen kannst, dieses Pressing eben zu spielen. Das hat ja vorher Stuttgart gespielt, genau. Und auch Nürnberg. Das hat am Anfang sehr gut funktioniert bei beiden. Und bei Stuttgart, glaube ich, sogar fast am längsten. Ne? Da war das Siegtor von Thiago, glaube ich, relativ schnell. Ja, das war dann auch 90, so ein, 90 plus 3 war ja. Das, glaube ich, sogar. Dusel, mehr oder weniger, aber ja. Und ja, irgendwann ist Schluss. Ne? Und gestern war es halt um die Stunde rum und dann hat es halt bum, bum, bum im Fünferpack gemacht. 63. bis zur 80. Das waren dann die Tore. Und danach haben sie dann selber keinen, ja, haben sie auch gesagt, das reicht jetzt hier. Ja, da müssen die, glaube ich, ansetzen. Also zumindest ist der Schlüssel da, wie du Bayern entgegenkommen kannst, indem du halt nicht nur hinten drin stehst, sondern versuchst, wirklich drauf zu gehen, das Spiel so ein bisschen zu stören. Weil ich finde, das ist so ein bisschen fragil, das Bayern-Spiel. Also wenn dann irgendwas nicht passt, dann kommen auch die an die Grenzen. Mhm. Da bin ich gespannt, wie das dann in der Champions League aussieht. Weil Vereine wie Real Madrid oder Barcelona, PSG vielleicht noch, die sehen das ja auch. Die haben auch Scouts da rumlaufen, die sich das Ganze angucken. Wenn die sehen, VfL Wolfsburg, eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt top ist in der Bundesliga, die schaffen das dann irgendwie mit dieser Masche, gegen die Bayern so ein bisschen gegenzuhalten und das auch sehr gut machen. Ja, und die haben natürlich auch ein bisschen vom Training, wie du schon gesagt hast, eher die Möglichkeit oder was weiß ich, vom Kader da. Oder die Spieler auch. Genau, Spielerkader und so weiter, dagegen zu halten. Und weiß ich nicht, das ist, glaube ich, interessant, sich das anzugucken. Aber für Wolfsburg reicht es noch nicht, für Nürnberg auch nicht, für Stuttgart nicht. Aber wer weiß, vielleicht, wenn sich das so durchsetzt, wenn das dann auch mal Dortmund probiert, könnte es. Ja, wenn man das Ganze jetzt so gestern so ein bisschen, man möchte sagen, nur halbherzig beobachtet hat, dann wird man sagen, das ist doch nicht normal. Das sind 60 Minuten lang, siehst du zwei Mannschaften auf Augenhöhe und das war auch wirklich so. Die haben super gespielt, die Wolfsburger. Ich habe gedacht, ich habe erst angefangen, Konferenz zu gucken, dann dachte ich mir, nee, da ist noch kein Tor gefallen. Nach 10 Minuten musst du draufbleiben jetzt. Was ist denn da los? Irgendwas läuft ja nicht ganz richtig. Dann habe ich auch wieder nur die Bayern geguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, also Wolfsburg hat das Bombe gemacht. Und du hast gesehen, noch nie wurden so viele Fehlpässe und auch ja, Spielzüge, sag ich mal, von München angeleiert, die nicht dem München der Spieler entsprechen, was man in den letzten Wochen gesehen hat. So, und jetzt ist die Frage halt, wo willst du da ansetzen, wenn dann wirklich 60 Minuten lang so ein Spiel da ist und auf einmal geht es dann doch 6-1 aus? Das ist so undankbar eigentlich, ne, für den Gegner, weil es ist ein Ergebnis, was überhaupt nicht das Spiel widerspiegelt eigentlich. Du würdest sagen, oh ja, die haben die ab, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, die haben die abgeschlachtet. So war es einfach nur, dass man 20 Minuten haben gereicht, um die dann noch, wie gesagt, weil sie stehen, K.O. waren, kaputt zu schießen. So muss man es ja bald sagen. Das war ja schon wirklich, es ging ja ein Stich ins Herz dann, weil, wenn man das Ergebnis sich anguckt, wie man gespielt hat, die waren ja wirklich K.O. und haben alles gegeben. So, jetzt ist natürlich meine Idee dahinter ist, wird das der Schlüssel sein, einfach, dass in der Liga noch die Mannschaften noch fitter werden müssen, noch, sagen wir mal, leistungsbereiter vielleicht oder mehr an die Leistungsgrenze gehen müssen, was jetzt rein von der Physis her ganz mal die mentale Stärke erstmal mitbringt, dass man sich auch die ganze Zeit konzentrieren muss, um wirklich solchen Mannschaften wie den FC Bayern München oder vielleicht für die anderen Champions-League-Teilnehmer fürs nächste Jahr, um dann wirklich auch in der K.O.-Runde noch weiterzukommen, weil ansonsten hinten reinstellen funktioniert nicht mehr. Hat noch vor 2-3 Jahren gereicht. Das klappt nicht mehr, um, sag ich mal, nicht abgeschossen zu werden. Baumi. Tja, der FC Bayern hat ja den großen Vorteil. Die spielerische Klasse ist wirklich da. Der Kader ist breit ohne Ende.
Und alle anderen Mannschaften, ich sagte es jetzt mal so, die müssen sich an denen orientieren. Da kann ich mal sagen, ich zwinge denen jetzt unser Spiel auf. Das geht einfach von der Klasse her nicht. Und die müssen dann eben Wege finden, wie sie trotzdem dagegen angehen können. Das ist momentan einfach die Pressing-Geschichte. Nur eben, das ist sehr, sehr kraftraubend, wie man auch gesehen hat. Und das geht, glaube ich, Noch. jeder Mannschaft geht es so. Man kann, glaube ich, nicht wirklich 90 Minuten Pressing spielen. Ich glaube, die Mannschaft muss noch erfunden werden, die das kann. Ja, aber das ist momentan einfach der einzige Weg oder der jetzt momentan ersichtliche Weg, wie du den beikommen kannst. Das hat aber dann nichts, wie Sammer sagt, mit Training oder sonst irgendwas zu tun. Du kannst den Magath, was ich da anschleppen, sagen, hier, hol mal deine Medizinbälle, bring die mit, versuch die fit zu machen. Aber irgendwo ist auch Schluss. Ich meine, das sind alles Experten, die die Mannschaften trainieren. Das kostet einfach Kraft, dieses Spielen. Und das ist halt, finde ich, momentan der Vorteil, den die Bayern haben, dass die Gegner, wenn sie das versuchen, einfach irgendwann Punkt X ist und die Bayern wissen das und dann wird zugeschlagen. Deswegen kommen halt diese Ergebnisse zustande. Ja, ein Beispiel ist ja auch ein Götze, der hat sich jetzt, keine Ahnung, 4 Wochen lang den Arsch abgerannt. Jetzt sitzt er mal gemütlich mal am Wochenende auf der Tribüne. Trotzdem läuft das so. Also es ist ja vollkommen auch, sag ich mal, spielerunabhängig. Wenn man dann ehrlich sein darf, es ging erst gestern so richtig los, wo Thiago auf dem Platz war. Gerade jetzt von den Pässen her, die dann auch wirklich zielführend waren. Es ist dann überwiegend, also es ist natürlich eine perfekte Mischung, ne? Du findest die besten Voraussetzungen halt eben. Du hast den, wie David sagt, diesen starken Kader, dann natürlich Mittel und Wege, sag ich mal, das gegnerische Spiel zu bestimmen und obendrein die mentale Stärke aus der Vorsaison, ne? Weiß nicht, ob die Bayern vielleicht ohne den Trippelsieg jetzt nach dem 1-0 immer noch so aufspielen würden oder mit dem 1-1 in die Halbzeitpause. Ne? Könnte ja auch alles anders laufen, wenn es eben nicht so dieses Selbstvertrauen da wäre. Wir können das immer noch und wir gehen da locker lässig ran, weil so wirkt das für mich teilweise. Und die waren auch nicht annähernd so kaputt wie der Gegner als am Schluss, oder? Habe ich das jetzt, David, wie hast du das noch empfunden, wenn du das gesehen hast? Die haben noch alle Ja, fröhlich da in die Kamera geguckt. also wenn man jetzt beispielsweise einfach mal annimmt, dass es da noch eine Verlängerung gegeben hätte oder was weiß ich, noch eine halbe Stunde dran, ich glaube, dann wäre das Ergebnis auch noch gut und gerne 3, 4, 5 Tore höher ausgefallen. Also ich glaube, Bayern hat die Kondition auch ganz locker über 90 Minuten durchzuhalten. Und das ist halt bei den anderen Mannschaften nicht der Fall, weil ja. Keine Ahnung, wie ich das jetzt genau beschreiben soll, aber ich hatte mir gestern da auch noch nach dem Spiel einfach aus Langeweile diese ganzen Interviews mit angehört und da machten die so einen Eindruck, als ob sie gerade aufs Spielfeld gegangen wären und gerade mal 10 Minuten gespielt hatten, so ganz grob gesagt. Gibt mir ähnliche. Also, ja, und wenn du dann die Interviews von den Wolfsburgern gesehen hattest, die pfiffen ja auch schon aus dem letzten Loch, also, ja, das. Ist momentan so der Maßstab der Liga und ich denke mal, dass das in den nächsten Jahren, ja, wird man sehen. Also ob die Mannschaften sich jetzt das so anschauen, vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch noch nächstes Jahr und dann sich mehr und mehr dem Spielstil der Bayern anpassen. Ist aber ein schönes, ja, das finde ich halt schön, wie du das formulierst. Zum einen natürlich anpassen, zum einen der Maßstab der Liga und irgendjemand sollte ja zumindest in der Liga, das ist ja eigentlich auch ganz hilfreich, wenn irgendeine Mannschaft es in der Lage ist. Vor 2 Jahren war es Dortmund, die haben den Maßstab höher gelegt. Jetzt sind es die Bayern seit, sagen wir mal, jetzt 2 Jahren, dieses Jahr halt nochmal eine Schippe draufgelegt. Wenn vorher alle, keine Ahnung, 2 Meter gesprungen sind, legen die Bayern letztes Jahr auf 2,20 Meter und dieses Jahr auf 3 Meter. So fühlt sich's ungefähr an, glaube ich, für viele Mannschaften. Aber das ist ganz gut, wie du es sagst, eben diesen Maßstab festlegen, wo sich's danach richten soll. Und jetzt kommt natürlich der Umkehrschluss, gehen wir mal Richtung Champions League. Das ist ja auch ganz interessant, wie sich andere deutsche Mannschaften da präsentiert haben. Und da denke ich mal, darf man auch so ehrlich sein und darf da auch ein bisschen Kritik üben an Schalke und an Leverkusen. Ist es jetzt für die beiden Mannschaften, auch wenn die Liga jetzt augenscheinlich etwas langweilig ist, aber man ändern kann man es nicht, dass die Bayern gut spielen. Die ist nur deswegen so langweilig, weil die Bayern so gut sind oder eben die Gegner so schwach in der Liga und den Maßstab halt eben definieren. Ist es jetzt für Schalke und Leverkusen als Beispiel, als Champions League-Teilnehmer oder vielleicht nächstes Jahr andere, die da vielleicht reinstoßen, vorteilhaft?
dass man so einen Maßstab in der Liga hat, um zu wissen, okay, man muss in der Liga Land sehen, um also gegen Bayern München Land sehen, um eben dann auch in der Champions League ein bisschen eine Rolle mitspielen zu dürfen. Baumi, wie siehst du das? Ist das förderlich, so ein Jahr einfach mal, wo eine Mannschaft wie jetzt Bayern München die Messlatte so hoch legt, dass andere dann auch wissen, gerade die hinten ranrücken, auch wenn sie jetzt noch viel Abstand haben von den Punkten, dass sie wissen, okay, wenn wir uns so präsentieren, dann brauchen wir in der Champions League fast gar nicht auflaufen, weil das ist ja 1-1 die Ergebnisse, die Leverkusen und Schalke eingefahren haben in der, ja, wie gesagt, gegen die Spiele bei Real und bei Paris oder gegen Paris. Ja klar, also du hast ja auch schon gesagt, also vor dem Bayern-Dominanz-Wahn, der momentan umkreist, war es ja Dortmund, die den Maßstab gesetzt haben. Da hat eben ja auch der FC Bayern gemerkt, wir müssen drauflegen. Und dann pusht sich das so ein bisschen gegenseitig. Muss man einfach mal gucken, wie das jetzt in den nächsten Jahren geht, ob das überhaupt möglich ist. Ne? Weil es ist nicht von heute auf morgen zu machen, so einen wirklich Spielstil zu ändern. Jeder Trainer hat ja so seine eigene Vorstellung. Und wenn man sich dann an anderen Vereinen orientieren soll, das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen hilft es schon, wenn du einfach wirklich siehst, welche Dominanz da ist. Finde ich dann auch sinnvoll, dass wenn du eine Meisterschaft jetzt um 2-3 Punkte verlierst, das verschwimmt dann so ein bisschen. Denkst du, oh, das war Pech, da haben wir in dem Spiel haben wir so und so gespielt, da hätten wir besser machen können. Und das war es dann im Prinzip. So viel besser waren die gar nicht als wir. Ist alles gut, also es läuft. Nur wenn du dann jetzt schon zum zweiten Jahr in Folge 20 Punkte plus hast, zwischen Platz 1 und Platz 2 und dann 3, wollen wir gar nicht drüber reden, dann muss ja irgendwas falsch laufen. Ja, es wird auch, denke ich mal, natürlich ist ein großer Anteil, ist natürlich wieder Kader, wo man sagt, die Bayern haben die Möglichkeit, innerhalb eines Jahres mal nochmal draufzulegen. Wer ist denn gekommen? Ich glaube, in der Zeit, also letztes Jahr ist ja nur Ding gekommen, Martinez, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Shaqiri, wann war der? Auch letztes Jahr? Dante, Martinez und Shaqiri vielleicht noch. Mhm. Weiß gar nicht, ja, Shaqiri, glaube ich schon. Dante, der ist auch schon Ewigkeiten da, oder nicht? Nee, letztes Jahr kam der. Der hat im ersten Jahr bei den Bayern die Champions League gewonnen. Die haben jetzt die Möglichkeiten, den Kader mal aufzurüsten innerhalb eines Jahres. Das ist jetzt wieder so ein Problem, was dann andere Mannschaften in der Liga ja nicht in der Form haben. Ist da mehr das Scouting gefragt, David, dass man sagt, ja, wir müssen halt dann schauen, dass wir sowas Ähnliches ranbekommen, was sich dann in 1-2 Jahren entwickelt, oder müssen wir vielleicht sogar den Gedanken vom Fußball ändern, weil die Bayern spielen ja auch mit Abstand den besten und man darf es so sagen, früher war es nicht so. Heute darf man sagen, die Bayern spielen auch den schönsten Fußball in der Liga. In der Summe, wie die Spielzüge ablaufen etc. Das war ja früher in den 90ern oder Anfang 2000 bis 2010 ja nicht der Fall. Da war ja viel Ergebnisfußball. Wie siehst du das? Muss man da einfach Richtung Kader denken, dass man sagt, so, wir müssen uns verstärken, oder muss man vielleicht sogar von der, ja, von dem Spielstil wegkommen, den man teilweise an den Tag legt? Ich glaube eher, dass es mit dem Spielstil mehr zu tun hat. Ich meine, man sieht es in der Champions League. Okay, da hat jetzt Bayern jetzt noch nicht den großen Gegner gehabt, aber beispielsweise Gruppenphase. Manchester City haben sie verloren. Und da haben sie auch nicht den Hurra-Fußball gespielt, wie sie jetzt die letzten Wochen da an Tage legen. Und ich glaube generell, wenn man bei den Vereinen auf Scouting setzen würde und dann irgendein Talent da aufzieht, ja, da brauchst du schon 3, 4, 5 Talente, um den Bayern, glaube ich, langfristig beizukommen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt jedenfalls in der nächsten Zeit an den Scouts liegt, die dann da den Kader dementsprechend verstärken. Ja, ich glaube, das kommt mehr auf die Spielweise an, die die Gegner an den Tag legen. Ich meine, man sieht es ja jetzt, beispielsweise Schalke hat jetzt 6-1 verloren, 5-1 gegen die Bayern und jetzt direkt wieder in der Bundesliga 4-0 gegen Hoffenheim gewonnen. Und der Spielstil beispielsweise von Hoffenheim und Bayern ist ja komplett anders. Also insgesamt muss man sich da deutlich mehr anpassen. Und ich glaube auch, dass das in 2-3 Jahren, selbst wenn der Kader sich von Bayern nicht groß ändern wird, dass definitiv keine 20 Punkte mehr zwischen dem ersten und zweiten da sein werden, weil die Liga wird hoffentlich daraus lernen. Sonst sind sie relativ bescheuert, wenn sie sich dann immer wieder jedes Jahr aufs Neue abschlachten lassen. Das ist halt die Frage. Wie wird es gemacht? Ne? Also ich habe da so ein bisschen die Angst. Also einerseits sage ich mir natürlich, der logische Umkehrschluss, und für die Fans denke ich mal auch, dass es so der Fall sein wird, dass man sagt,
Ja, wir investieren in Richtung neuer Spielstil oder eben Kaderverstärkung, weil, wie du schon gesagt hast, Schalke verliert gegen den Riesengegner in der Champions League, verliert gegen den Riesengegner in der eigenen Liga. Sobald es aber gegen das Mittelmaß oder den Standard der Liga kommt, gewinnt man 4-0, wirklich ein herausragendes Spiel Und gemacht. es hätte ja sogar noch höher ausfallen können. Eben, hätte sogar noch höher ausfallen können, vielleicht sogar noch ein 6-0 oder mehr. Nun ist die Frage halt, sagt man sich, okay, für die normale Welt reicht's, aber dann gibt es halt noch diese Parallelwelt, die spielt sich halt eben in Gefilden ab. Die kann man finanziell zum einen nicht erreichen und zum anderen fehlen da auch vielleicht die Mittel der Spielkultur, dass der Trainer das vermitteln kann. Baumi, was sagst du? Geben sich da Mannschaften irgendwann zufrieden, sagen, hey, wir nehmen so und so viel Geld ein, wir sind wirtschaftlich gesund und uns geht's gut, wir können alle Gehälter bezahlen, spielen in der Liga um Platz 2 bis 5. Für die ganz Großen reicht es halt nicht, aber das wird es auch nicht. Wie siehst du das? Wo wird es da hingehen? Weil der erste Weg ist ja der einfachere, der bequemere. Und das reicht ja anscheinend auch bei Schalke. Als Beispiel jetzt mal. Ja, im Prinzip schon, aber man muss es halt wirklich so sehen, im Fußball ist alles nicht auf Dauer. Man hast immer diese Circles, diese Kreise wirklich. Vor Jahren, ich sage das immer wieder, war es Barcelona, da haben sich alle Vereine sofort hinten reingestellt, weil die genau gewusst haben, wenn wir versuchen mitzuspielen, dann werden wir gnadenlos weggeschossen. Und das hat sich mittlerweile auch komplett geändert. Heutzutage, ja, ist der Respekt auch so ein bisschen weg, weil die Spieler sind älter geworden. Xavi, Iniesta, auch Messi mittlerweile. Und die wissen einfach, der Spielstil, der hat sich nicht geändert. Und wir können mittlerweile da ganz gut mitspielen. Die haben gestern verloren auswärts bei Valladolid, Ja, genau. Tabellen-17. 0-1. Haben zwar das Spiel eigentlich dominiert, aber der Gegner hat sich da nicht wirklich drauf gemacht. Die haben gewusst, die sind spielerisch besser, haben sich aber auf die Schwächen von Barca eingeschossen, haben das Ding gewonnen. Und das ist eben. Vor ein paar Jahren, da wäre das mit Sicherheit, glaube ich, so nicht passiert in der Hochphase des Vereins. So ist es. Ich denke mal, bei Bayern sehe ich das zwar jetzt nicht, dass das in unmittelbarer Zeit so passieren wird, aber das schwankt ja immer, wissen das ja noch von ein paar Jahren. Da hat Bayern Tabellenplatz 6 abgestaubt am Ende der Saison. Das war ein komplett absolutes Desaster. Haben Ja, sich von Zenit St. Petersburg haben sich 4-0 abziehen lassen. Da hättest du auch nicht geglaubt, dass es jetzt so aussieht, ein paar Jahre später. Das ist halt ein immer so paar ein. Jahre war es ja nicht. Also sechs, Platz 6, 4. Ich glaube, irgendwann Nein, mal in mit der 6. Saison, wo Wolfsburg Meister wurde, glaube ich. Da waren sie Vierter. Ich meine, aber Oder irgendwann mal Dritter hätten sie sogar. Platz 6 gehabt. Bin mir relativ sicher. Aber 6 ist denn ja schon eine ganze Weile her. Also Na, das. so weit auch nicht. Ich weiß jetzt aber Doch, das doch, Jahr doch. nicht mehr. Also Platz 6 Das wäre ja nur ist die Europa League oder 20 Jahre. UEFA-Pokal gewesen. Also Tja, ich. Platz 6 ist 20 Jahre her. Kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt meine. Bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber Platz 6. 4 und 3 habe ich noch in Erinnerung. So, wo Stuttgart noch weit oben war, wo Stuttgart Meister wurde, da sind sie. Entweder sind sie der Zweite oder auch bloß Dritter oder Vierter geworden. Aber naja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist jetzt die Frage. Was ich mich halt frage, ist entweder, wird es denn wieder spannender, wenn Bayern schwächer wird? Was ja abzusehen ist, dass es irgendwann der Fall sein wird, dass so eine Mannschaft momentan in diesem Karrierezenit, wo viele Spieler stehen, wie jetzt ein Schweinsteiger, auch ein Lahm, ne, die ja jetzt schon langsam, gut, was heißt langsam, haben die 30 erreicht oder ein Ribéry und Robben, ne, so zwei Aushängeschilder auch noch, solche beweglichen Spieler, die erreichen jetzt so langsam das hohe Alter oder hohe Fußballeralter. Da muss erstmal Nachwuchs rangeholt werden oder beziehungsweise da muss erstmal was Ähnliches wieder dann ja, verpflichtet werden. Wird es deswegen besser in der Bundesliga, weil sie schwächer werden oder weil die anderen Mannschaften rankommen, rein spielerisch, Baumi? Ich denke einfach, dass es eben dann der Fall wird, wenn man sich darauf einstellt. Also es kann sein, dass Bayern so geschickt ist, dass sie es das überhaupt nicht zulassen, dass sie halt wirklich permanent immer an sich arbeiten und es weiterentwickeln, ne? Dass die Liga gar nicht darauf klarkommen kann. Aber ich glaube, das ist schwierig, weil man möchte natürlich auch irgendwo Konstanz haben. Wenn du immer ja wechselst, 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 glaube ich auch nicht, dass das trotz des Superkaders möglich ist. Das könnte eine Chance sein, wenn sich dann wirklich die Liga darauf eingestellt hat, Beispiel Barcelona eben. Dass man dann sagen kann, auch mit den Spielern, die halt dann älter werden, du musst dann ja nachzüchten. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ich kann mir sicher sein, dass ich eben genau den gleichen Spielertyp, zum Beispiel wie Ribéry finde, wie Robben finde und so weiter und so weiter.
Man kann es eben nicht sagen. Ich glaube, das ist auch das Schöne am Fußball, dass du es eben nicht kannst. Schön ist ja bei denen, die haben sich auch noch weiterentwickelt, ne, seitdem sie bei Bayern sind. Also alle beide. Ja. Gerade die jetzt, die sind mal gerade die beiden diese Weltklasse-Spieler wie Ribéry und Robben. Ne? Also die haben sich ja nochmal um 180 Grad gedreht, als wie sie vorher gespielt haben. Bei ihren Mannschaften wie Chelsea, Real oder eben auch Ribéry, der selbst bei Bayern am Anfang 2007 ja noch, der kannte ja den eigenen. Also die eigene Hälfte kannte er ja gar nicht vom Platz. Ja, David, wie siehst du das? Ja, da waren wir ja vorhin auch schon. Also, ich denke mal, ich kann da Baumi auch wieder mal nur zustimmen. Also, das ist eine Frage der Anpassung, ob das jetzt nächstes Jahr schon passiert oder in den nächsten 5 Jahren oder so weiter. Ich meine, die Bayern-Spieler werden auch nicht jünger. Irgendwann werden sie neue Spieler herholen müssen. Und ich glaube auch spätestens dann, dass das Spielsystem nicht komplett über den Haufen geworfen wird, sondern dass da auch bei den Bayern wieder so eine gewisse Anpassung passieren muss, wenn so komplett neue Spieler kommen. Okay, jetzt mit Gündogan ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Der wäre Das ist aber nicht. ganz nett, ja, ist ein guter Einwurf, ja. Sollte der jetzt wirklich nochmal zu Bayern wechseln, dann wäre da natürlich schon mal für die Zukunft so eine Position auf jeden Fall gesichert. Aber ich denke mal, bei den Bayern, wenn die älter werden, wenn die Leute irgendwie in Ruhestand gehen oder sonst was, dann, also die Bayern werden das jetzt nicht über 10 Jahre so durchhalten. Das kann einfach nicht funktionieren, das glaube ich auch nicht. Entweder passen sich die anderen Mannschaften an oder die Bayern, kriegen halt eine Durststrecke, wie beispielsweise bei der Meisterschaft gegen Wolfsburg, wo sie, glaube ich, nur auf Platz 3 gelandet sind oder sogar 4 oder sowas. Ja. Also da hat man ja gesehen, Wolfsburg hat ja im eigenen Stadion die Bayern mit 5-0 abgeschossen, wo Grafit da noch gespielt hatte. Und das ist ja ein ganz anderes Bild als heutzutage, wo Wolfsburg 6-1 gegen Bayern selber abgeschlachtet wird, auch zu Hause. Obwohl sie gut mitgespielt haben, 60 Minuten. Also ja, irgendwann dreht sich jedes Bild, ob es jetzt die Bayern sind oder Barcelona, wie wir ja auch gerade schon gesagt haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie Also jetzt. die Hoffnung stirbt zuletzt, Ja. in die Richtung zumindest, was die Bundesliga ausmacht. Aber die Champions League bleibt ja weiter zumindest mal immer noch für die Bundesliga ein wichtiges Element, nämlich zumindest die Champions League Plätze, und die Vergabe an die Mannschaften, die da eben dann eben qualifiziert sind. Wir haben ja jetzt, das ist glaube ich das zweite Jahr, wo wir 4 Plätze haben. Und wenn dann solche Vorstellungen da stattfinden wie Schalke und Leverkusen, lohnt es sich dann noch, dass man überhaupt 4 Plätze hat? Oder Baumi, würdest du sagen, auch drei rauchen, ja, drei reichen auch, um Deutschland zu repräsentieren? Lieber drei richtige statt zwei ordentliche, also mal eine super, eine ordentlich und ja, und zwei Totalausfälle. Ich finde es schon wichtig, dass man viel hat. Muss man mitnehmen, absolut. Ich meine, es ist ja auch eine finanzielle Frage. Die Vereine, die wirklich Champions League spielen, die werden ja quasi zugeschüttet mit Geld. Das ist ja wirklich so. Also diese Differenz zwischen Europa League und Champions League, das hörst du in England auch ganz schön, wenn die Vereine dann in der Euro League spielen müssen. Tottenham war es, glaube ich, vor kurzem, wo der Trainer gesagt hat, ja, wir geben mir gar nichts drauf, wir konzentrieren uns auf die Meisterschaft und Euro League, das läuft nebenher, weil das einfach kaum Einnahmen bringt im Verhältnis, wenn du das Champions League gewohnt bist. Und wenn dann Mannschaften wie Schalke, Dortmund, Leverkusen da mitspielen können, das ist dann einfach nur positiv, weil es eben auch heißt, wir haben ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante. Und Geld ist eben heutzutage leider Gottes wichtig, wenn du da mitstinken willst. Gerade gegen die Bayern natürlich Es absolute ist also Größe. das Geld mitzunehmen ist wichtiger als wie man sich präsentiert anscheinend, ne? Ja, aber du kannst ja auch mehr machen. Du kannst ja sagen, ich gebe da ein bisschen mehr Gehalt aus. Ich kann eher den Spieler bekommen, als wenn ich jetzt Euroleague spiele oder eben nix. Ne? Das ist auch wieder klar. Das ist alles mal so ein bisschen geben und nehmen. Wenn ich die Kohle habe, kann ich die halt verplanen. Wenn ich vorher weiß, ich spiele Champions League, sieht dann auch die Planung viel ganz anders aus für den Sommer, als wenn ich jetzt Euroleague habe. Also ich glaube ehrlich gesagt, die Plätze sind immens wichtig für Deutschland und ja, Leverkusen und Schalke, die haben jetzt fürs Achtelfinale natürlich das Los Pech anstatt das Los Glück gezogen. Und wer da auf den Sieg für Schalke und Leverkusen gesetzt hat, dem hat man ja gleich den Vogel gezeigt. Also ich glaube, klar haben sie sich beide scheiße präsentiert, aber ja, es.
war vielleicht nicht in der Höhe, aber es war auf jeden Fall vom Spielverlauf her so zu erwarten. Klar muss man da auch ein bisschen mehr Gegenwert zeigen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass Schalke oder Leverkusen da in zwei Spielen halt Hin- und Rückspiel irgendeine Chance haben sollten. Ja, klar, okay, das hat man jetzt vor ein paar Jahren bei Dortmund gegen Real Madrid jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass sie da weiterkommen, aber ja, ich weiß nicht, Leverkusen, da spielt ja jetzt auch die Durstphase in der Bundesliga noch eine Rolle. Die haben ja auch in der Bundesliga jetzt zuletzt relativ bescheiden gepunktet und dann mit so einer Ausgangssituation gegen Real Madrid, gegen Paris anzutreten, mit Ibrahimovic, der jetzt schon seit geschätzten 1,5 Jahre eine Top-Verfassung ist und dann halt noch der Scheich, der da Geld reinpumpt bis zum geht nicht mehr. Also, nee. Klar, die Plätze finanziell auf jeden Fall mitnehmen und so weit wie möglich kommen, aber ja. Aber wirklich Chancen auf den Titel kann man da, solange es noch so gehandhabt wird, dass das Geld eben ja dem Fußball bestimmt, denn es wird es ja auch weiterhin, nehme ich mal an, ist man eigentlich chancenlos, ne, wenn man da nicht finanziell anstinken kann. Ja, obwohl, ich hatte da, es sollte auch dieses von der UEFA, dieses Financial Fairplay geben, dass du nur Ja, das ausgeben darfst, was du auch das wirklich ist einnimmst. Lobbyismus, ich glaube da nicht dran. Ehrlich gesagt. Würde aber, denke ich mal, das ganze Zeug umkrempeln, wenn dann Paris oder Monaco, die jetzt ja in Frankreich auch ordentlich dabei sind, dann mal zurückgesteckt werden. Dann kannst du dir mal eben nicht so einen Falcao holen aus Madrid und den dann da einfach mal in so einen Club stecken, der mal gerade aus der zweiten Liga kommt. Ist ja das gleiche auch wie Leipzig jetzt. Richtig, richtig, richtig. Also ich fände es auf jeden Fall eine gute Idee. Das Konzept dahinter ist ja schlüssig, ist ja vollkommen klar. Das sind auch wieder Mannschaften, die eben nicht die finanziellen Mittel haben, wie eben die großen 10 in Europa. Wie siehst du das? Glaubst du daran heutzutage, dass sowas überhaupt noch durchzusetzen ist? Oder ist das einfach zu, wie soll man sagen? Weil was dort gefordert wird, was vom Financial Fairplay gefordert wird, ist ja entgegengesetzt der freien Marktwirtschaft. Und ist das überhaupt noch machbar heutzutage? Oder sagst du, ja, da glaubst du dran als Fußballnostalgiker vielleicht? Das kannst du vergessen. Also heutzutage vergiss es. Es gibt so viele Wege, das wirklich zu umgehen. Ich meine, bei den Amis klappt es einigermaßen. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen abgewandelt. Das funktioniert nicht so, wie das jetzt im Fußball gedacht ist in Europa. Ja, also diese ganzen Investoren, die dahinter hängen, die finden immer Wege, das irgendwie zu umgehen. Und da wissen wir gar nichts von, wie das funktionieren könnte. Also es ist ein Wunschtraum. Ja, das ist absolut ein Wunschtraum. Ja, Also, das. die werden nach wie vor dann auch das meiste Geld irgendwo ausgeben können. Und was ich aber noch für Bundesliga Champions League sagen wollte, also wenn ich das sehe, für mich ist es einfach wichtig, dass man die Gruppenphase übersteht. Das haben die alle geschafft. Also Schalke ist durch, Leverkusen, Dortmund, Bayern sowieso, die sind unter den besten 16 Mannschaften Europas. Ich meine, was willst du mehr? Das ist klar, wenn du 16 Mannschaften hast, gegen die drei aus dem eigenen Land kannst du nicht spielen. Das heißt, du bekommst logischerweise im Achtelfinale jetzt eben Kracher aufs Auge gedrückt, wenn du ein bisschen Pech hast. Das sieht dann halt ein bisschen bescheuert aus. Aber das ist dann einfach doch noch was anderes, als wenn jetzt Manchester City ankommt, wenn da Paris Saint-Germain ankommt. Aber ich meine, es Ja, ist doch klasse. Barca. Wir hätten uns doch alle die Finger danach geleckt vor ein paar Jahren mit vier Mannschaften in der Champions League im Achtelfinale, oder? Absolut, ja, natürlich. Natürlich, aber man ist ein bisschen verwöhnt jetzt, ne, durch das letzte Jahr, dass man da, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass so ein bisschen die Wahrnehmung auch anders geworden ist, was die deutschen Mannschaften angeht. Das war ja früher nie so der Fall, dass da hieß, da war immer, insbesondere auch die Engländer haben immer ein Riesenwort mitzureden gehabt. In der Champions League, da war das nicht so selbstverständlich, dass man im Vorfeld schon sagt, ja, der FC Bayern München geht ins Finale. Ich meine, davon redet ja heute jeder. Und die verteidigen den Pokal. Das war undenkbar vor Jahren noch, vor gar nicht langer Zeit. Geht's auch so ein, ja, jetzt würde ich ein bisschen abschweifen. Auf jeden Fall ist es eine tolle Sache, absolut. Das heißt, das hat schon Stellenwert gewonnen, die Bundesliga. Wie sie sich dann, sage ich mal, gegen die großen Mannschaften präsentiert. Und mir hängt da so ein bisschen diese Presseschlagzeilen der Marca, kennt ihr sicherlich, ne? Die spanische Schmarker. Marca, genau, Marca oder Marca, ja. Diese spanische ja, Sportzeitschrift, die gesagt hat, Pep Guardiola ist gar nicht so toll, wie alle denken. Denn die Bayern sind die Könige der Liga und der Rest sind seine Hofschranzen.
So hat es die Marca gesagt. Und sowas bleibt dann schon ein bisschen im Hals hängen, wenn man die anderen Mannschaften dann auch so aus dem Ausland hört, wie die dann diffamiert werden, auf gut Deutsch. Und das ist irgendwo, da muss meiner Meinung nach an der Ehre gepackt werden. Gerade auch so ein bisschen bei den anderen Clubs, dass die jetzt, ich bin gar nicht so groß enttäuscht von Schalke und Leverkusen, weil es eben, weil die gegen grandiose Mannschaften gespielt haben, ne, die dieses Jahr echt in Megaform sind, gerade Madrid und auch Paris. Beide spielen da in ihrer Liga Top-Fußball auch etc. und sind dann einfach auch finanziell auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Aber trotzdem tut es denn doch weh, wenn man irgendwie diese Stimmen liest. Und ich lese lieber, sag ich mal, wie letztes Jahr lese ich lieber von der Sun so Sachen wie, England liebt die Bienen aus Dortmund zum Beispiel, da haben sie die ja hochgefeiert in England, das war für die ja die absolute Top-Mannschaft und dann wurde auch noch, sag ich mal, ehrfürchtig über den FC Bayern München berichtet in ganz Europa, das liest man dann doch schon eher gern als eben sowas in die Richtung, ne? Das ist, was mich so ein bisschen da an der Sache ja, stört, so die Berichterstattung aus dem Ausland dann, da packt einen dann der Nationalstolz, gerade im Bereich Fußball, so kurz vor der WM, ne, da will man dann sich auch nicht reinquaken lassen von denen, die keine Ahnung haben. Oder David? Ja, das stimmt voll. Also klar, man liest das immer wieder und ich muss ehrlich gesagt bei so solchen Stimmen dann auch schon irgendwie wieder schmunzeln, was sie sich da immer einfallen lassen. Aber ja, nun gut, ich ignoriere das mittlerweile. Also klar, die Spanier beispielsweise, die schreiben über unsere deutschen Mannschaften, dass sie gefundenes Fressen sind für Bayern. Dabei sollten sie mal gucken, was bei sich in Spanien abläuft oder so. Also okay, bei Spanien ist jetzt nicht diese Ein-Mann-Gesellschaft irgendwie dabei, da sind sie ja zu dritt da oben dabei. Aber ja, vielleicht sollte man sich eher auf seine eigenen Aufgaben besinnen, anstatt gegen andere Länder zu hetzen. Ich glaube, vielleicht sitzt der Stachel auch noch ein bisschen tief, ne, vom letzten Jahr. Real und Barcelona ja beide von deutschen Mannschaften rausgekickt. Ja, stimmt voll. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht schaffen wir es. Ja, die Rache. Wir hoffen ja alle, dass das Bayern Schalke rächt. Vielleicht rächen die Bayern und Dortmund ja Schalke und Leverkusen schon im Viertel- und Halbfinale und treffen dann Barcelona im Finale auf die Griechen. Auf die Griechen aus Piräus, ja, das wär's noch. Das wäre doch klasse. Und dann gewinnen die Griechen, dann fühlt man sich ja nach 2004 zurückkatapultiert. Piräus. Ah. Baumi, was habe ich denn als nächstes Thema? Ich denke mal, wir sind soweit, ich hoffe mal, wir haben es ein bisschen aufgedröselt, wie es momentan aussieht. Es ist eine schwierige Situation für die anderen Mannschaften. Die Bayern haben Grund zu lachen. Wenn man keine Schlagzeilen hat, macht man sich welche. Nicht ganz so glücklich gelaufen, denke ich mal, zumindest von der Formulierung von Matthias Sammer über seine, Wertigkeit für den Verein lässt sich natürlich sehr gut streiten. Wie es intern aussieht, können wir ja auch nur spekulieren. Und also, wir sind ja eigentlich halb unprofessionell. Da dürfen wir das auch ein bisschen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Von der Tabellenplatzierung ein Stückchen weiter nach unten. Ja. VfB Stuttgart, jetzt ist er weg, der gute Schneider, soll aber im Verein angeblich bleiben und Huub Stevens kommt, der Feuerwehrmann. Huub Stevens, für alle diejenigen, die sich erst seit kurzem mit Fußball beschäftigen, gehört eigentlich schon zur Bundesliga wie kaum ein zweiter Bundesliga-Trainer, der zurzeit im Amt ist. Ne? Hamburg, Schalke, Hertha, Köln, hat er alle durch. Wie sieht's aus? Kann's was werden mit Huub Stevens? Ist er die richtige Figur, Baumi? Für Stuttgart jetzt in dem Fall, wie siehst du das? Also wenn ich irgendwas dem Schneider nicht abnehme, dann ist das irgendwie mal durchzugreifen. Also wenn man den schon anguckt, ne? Also er sieht aus wie dieser liebe Schwiegersohn und der Huub Stevens ist halt wirklich ein komplett anderer Typ. Also wenn da irgendein Spieler nicht das macht, was er soll, dann kommt dann eben doch mal die Bratpfanne zum Einsatz. Und ich denke mal, dass der den Karren fit bekommt. Ich bin nicht ganz überzeugt von ihm, was jetzt wirklich ein Konzept angeht, auf ein paar Jahre angelegt. Das hat er damals bei Schalke, hat er die Euroleague gewonnen. Das hieß ja damals noch UEFA Cup, 96. Richtig. Aber seit er damals in Köln war, nicht mehr so wirklich die ganz großen Leistungen rausgehauen. Aber ich denke mal, für die Aufgabe jetzt in den paar Spielen, das da rauszuholen, ich glaube, da gibt es kaum einen besseren, um das zu machen. Ist natürlich die Frage, wie die Spieler das annehmen, weil die kennen das ja auch nicht so wirklich mit dem Abstiegskampf. Das ist ähnlich wie mit Hamburg.
Aber ich denke mal schon, dass das der passende Mann für den Job ist. Mit dem Schneider wären sie wahrscheinlich ganz unten noch reingerutscht, weil da kommt ja nichts. Ne? Er steht an deiner Linie außen, egal ob die führen oder hinten liegen. Also er steht halt da und guckt in die Weltgeschichte. Ne? Das ist halt ein bisschen schlecht in der Situation. Ja, kann ich auch verstehen. Also für mich doch ein bisschen spät jetzt die Entscheidung. Also sie hätten schon vor dem Braunschweig-Spiel das machen müssen. Und ich denke mal, mit Stevens hätten sie das Ding auch gestern nicht noch so weggeschenkt. David, ja, wie siehst du das? Und der Schneider, noch ergänzend dazu muss man ja sagen, der kam ja, glaube ich, aus dem Jugendbereich oder so. Ja. Der Jugend, ja. Der wurde ja eigentlich nur als Interimstrainer, glaube ich, für den, wer war denn da zuletzt? Labbadia vorher. Genau, Labbadia wurde ja eigentlich nur hochgezogen für ein paar Spiele, um dann Nachfolger zu präsentieren. Und der hat ja auch in den ersten Spielen ordentliche Resultate erzielt. Nur, ja, Abstiegskampf mit so einem relativ unerfahrenen Trainer, der nur in der Jugendabteilung da tätig war. Ich glaube nicht, dass man dem da so einen Gefallen getan hatte. Man hat ja auch schon in den Interviews an den letzten Spieltagen immer wieder gehört, der war selber so ein bisschen verzweifelt. Und auch immer mit der Frage, ob er seinen Job behält und so weiter. Der war nicht so froh über die Situation und auch, was ihn selber betrifft. Aber Huub Stevens, der hat ja wirklich alles schon durchgemacht. Also der hat auf jeden Fall immense Erfahrung und weiß, welche Trainingstechniken man wie einsetzt und so weiter. Und ich denke mal schon, dass er für Stuttgart, jedenfalls jetzt für die letzten 10 Spiele als Feuerwehrmann, denke ich mal, ein richtig guter Mann ist. Also ich meine, viele Vereine schon durchgeklappert, viele Situationen durchgekaut. Und einen viel besseren hätte man sich da, denke ich mal, für die Situation nicht holen können. Ja, ist ein bisschen schade drum, dass dieses doch super sympathische Konzept eigentlich, was da hinten dran gesteckt hat und was auch so ein bisschen eigentlich hätte ja mit der Figur Schneider verkörpert werden sollen, die Thematik auf junge Spieler setzen, auf Eigengewächs, die hochziehen, die ausbauen, zu Profis machen und dadurch mit diesen Talenten die Liga zu halten, das ist jetzt irgendwie, ja, irgendwie fühlt sich's an wie vom Karren geschissen, die Geschichte, wenn man jetzt nämlich so eine Figur, jetzt Huub Stevens ist jetzt kein schlechter, also ganz im Gegenteil, also hat super Erfolge gefeiert und hat ja nie um den Abstieg, glaube ich, gekämpft, oder? Baumi hat ja mit einer Mannschaft mal. Gut, damals in Hamburg wurde er geholt, um es quasi dann auch zu retten, das Schiff. Auch so, okay, bisschen, zu retten, ja. Aber auf Schalke, wo er zuletzt mal war, war die Platzierung auch nicht so schlecht. Nee. Ja, also das meinte ich ja auch. Also der ist, für den Moment ist es ein guter Trainer, aber mir fehlt einfach das Konzept, wirklich über Jahre auch hinzulegen. In Schalke hat es auch nicht funktioniert. Ne? Da war dann auch eine kurze Hochphase und dann aber auch der dicke Abschluss. Und er stand dann da und wusste nicht mehr wirklich weiter. Und trotz der Erfahrung hat ihm nichts genutzt. Ich glaube, das ist einfach ein Trainer mittlerweile im Alter. Also früher kann er nicht vergleichen. Ich meine, jeder entwickelt sich weiter oder eben zurück. Und ich glaube, du kannst ihn nicht mehr wirklich ernsthaft hinsetzen. Top-Verein, klar, dass er dann irgendwie ein Konzept aufbauen soll für ein paar Jahre angelegt. Aber ich glaube, für die Situation ist er immer noch gut genug. Und er weiß ja auch, kennt ja die Bundesliga. Das ist ja, das ist der riesengroße Vorteil. Er kennt die Bundesliga, weiß, wie er sich ja, nach außen zu präsentieren hat, ne? Das ist auch wieder ein Vorteil, was ein Schneider jetzt irgendwie anscheinend gar nicht wusste. Der hat das, glaube ich, ein paar Mal vergessen, dass da Kameras laufen, wenn er in der Bundesliga ein Spiel bestreitet. Dass man auch eine Außenwirkung hat. Man hofft ja, man sagt ja immer so schön, und das habe ich auch schon die Woche, glaube ich, mehrmals schon besprochen gehabt, man sagt immer so schön, ja, Hamburg, Stuttgart, das sind Vereine, die gehören in die Bundesliga. Stimmt doch so, ne? Ja, vor allem Hamburg sind ja noch nie abgestiegen. Also die in der zweiten Liga kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Ja, man sagt es halt so schön, die gehören in die Bundesliga. Wenn es die Leistung aber nicht hergibt, dann ist das halt auch nicht Bundesliga-reif. Ne? Bei Augsburg fühlt sich immer noch so ein bisschen an, wenn die da oben stehen, denkt man sich so, Mensch, gar kein Abstiegskampf, die feiern da den Klassenerhalt. Ja, wie sieht's aus? Was meinst du, Baumi? Stuttgart, Hamburg, wir können sie beide nehmen, weil Bremen, ja gut, Bremen hat sich jetzt auch wieder befreit mit 2 Spielen, also ein bisschen aus dem Keller. Freiburg ist bekannt dafür, dass sie, sag ich mal, ein Abstiegskandidat sind, auch wenn letztes Jahr überragend war. Wir hoffen ja alle jetzt mal, dass Augsburg das nicht genauso ergeht, wenn die wirklich in die Europa League reinkommen und nächstes Jahr dann wirklich Probleme bekommen. Wie siehst du das? Haben die einen Platz verdient in der Bundesliga oder meinst du, oder ist es wirklich so platt, wie man sagen muss? Vielleicht wird es mal Zeit für einen Stellungswechsel, beziehungsweise müssen sie mal den Platz räumen irgendwann. Das sind,
was Frisches nachkommt. Ich meine, klar, beschäftigst du dich damit und denkst dir, das malst dir das so ein bisschen aus, wie sieht es denn aus? Und dann überlegst du dir, montagsabends, Mist, kann ich nicht gucken. Montagsabends Topspiel. Sport 1, kann ich nicht, bin ich nicht da. Will ich nicht. Aber so ganz ernsthaft, ja, mit der Leistung muss man einfach sagen, die stehen zu Recht da unten, beide, Stuttgart und Hamburg. Und ja, die Hoffnung ist einfach nur, wenn man jetzt Fan der Mannschaften ist, dass das über die Heimspiele läuft. Die musst du gewinnen. Und wenn du das machst, dann hast du eine Chance, wirklich drin zu bleiben, weil du hast gesagt, Bremen hat sich nach oben abgesetzt. Also da scheint es jetzt momentan zu fruchten. Und die Mannschaften, die unten drin sind, Nürnberg hat eine gute Phase gehabt, Freiburg, das ist ein Kader, die sind zusammengeschweißt. Christian Streich, der kennt mittlerweile auch jeden Grashalm in der Bundesliga, der weiß auch, was er wie machen muss, dass es funktioniert. Tja, ich habe ja gestern schon gedacht gegen Frankfurt, dass der HSV da ein bisschen offensiver spielt, dass man zumindest versucht, zu Hause mit den Fans im Rücken da was zu machen. Und Frankfurt, ja, ist dann in Führung gegangen und dann standen sie wieder da, wie die Deppen. Haben nicht gewusst, was machen wir hier eigentlich. Und dann haben sie den Elfmeter noch bekommen. Ich denke mal, wenn das Spiel verloren worden wäre, dann sind sie da wieder in irgendeiner Talfahrt drin, wo dann auch der neue Trainer nichts mehr bringt. Also er sieht auch schon so ein bisschen ratlos aus, wenn ich ihn gestern beobachtet habe, den Mirko Slomka. Geht schnell, Ja, ne? aber das ist dann einfach, du hast dein Konzept und du bringst es auf den Platz, du siehst es am Trainingsplatz. Ja, Läuft's, und aber dann. dann mental auf dem Platz, dafür ist es auch wieder so eine Sache, Ja, ne? und dann kommt es dann noch zusammen, dann fallen Spieler aus wie Jansen, Oder Lasogga, sogar, der eigentlich ja, die Tore genau. schießt, da denke ich mir immer, wer soll die Tore machen, wenn der nicht am Platz steht? Das Dann haben ist. sie Rudnev abgegeben Ja. zwischendrin. Also, es ist einfach, es ist eine gesamt miserables Management. Von hinten bis vorne, wie man das so handhaben konnte, sieht man ja jetzt. Es ist ja, das muss man jetzt, da philosophiert man jetzt schon gar nicht mehr, sondern da redet man ja auch einfach über die Fakten, so wie es da ist. Der Rudnes ballert da die Tore. Und wen haben sie noch abgegeben? Ja, noch so ein paar recht gute Spieler bei den anderen Mannschaften, die sie ausgeliehen haben. Wenn es dann heißt, die gehören in die Bundesliga, wenn ich jetzt mich mal in der zweiten Liga umschaue, obwohl wir es nicht mehr schaffen, groß anzuschneiden, aber wenn ich sage, ich sehe zum Beispiel, wenn man jetzt 20 Jahre Bundesliga verfolgt hat, kann man sagen, Köln, Pauli, Laudern, Karlsruhe, 1860, Bochum und die Bielefelder. Auch die sehe ich als Erstligist. Und jetzt war jetzt nicht vom Tabellenstand, aber so vom Namen her hätte ich mit denen auch keinen Schmerz. Ne? Also sind auch nicht so weit weg. Zumindest jetzt mal, was die Tradition angeht, dass sie in der Bundesliga aktiv waren. Na, ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn jetzt Hamburg absteigt. Du kannst einen Van der Vaart nicht halten, ein Lasogga kehrt zu Hertha zurück. Ich glaube, dass du auch einen Çalhanoğlu, den du da Der hat als zwar verlängert, was aber du den Top-Talent müssten sie hast, dann, glaube ich, den kannst den du in der müssten. zweiten Liga nicht halten. Der war ja an Karlsruhe ausgeliehen in der Drittligasaison. Genau. Karlsruhe ist jetzt aufgestiegen, Leihe abgelaufen, kehrt jetzt zu Hamburg zurück, aber den wirst du in der zweiten Liga nicht halten können. Also er Nee, wird's. nee, die würden sie dann verkaufen, um die finanziellen Und Lücken dann zu wen haben sie schließen. da noch? Einen Adler in der zweiten Liga kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, der ganze Kader schreit eigentlich nach Bundesliga. Westermann? Klar, Kapitän eventuell. Jansen wurde auch schon mit Gladbach in Verbindung gebracht. Also ich glaube, sollten die wirklich absteigen, dann wird der Kader mal von Grund auf umgedreht und da komplette Neustruktur. Und das würde ich eigentlich dem HSV nicht wirklich gönnen. Also dann, ich glaube, auch wenn sie absteigen, werden sie auch nicht direkt wieder aufsteigen. Nee, Allein durch die komplette Umstellung, die sie dann haben ich werden. denke auch, der finanzielle Keil, der dann da reingetrieben wird in den Verein, das würde dann schon, ich würde bald behaupten, das hätte dann schon Alemannia Aachen-Verhältnisse oder Duisburg-Verhältnisse. Ja, stimmt halt. Ich meine, der Kader von Hamburg, der ist von den Namen her echt extrem gut. Also, wenn da vor der Saison hätte ich gesagt, mit dem Kader kannst du ohne weiteres auch Plätze, ja, 7 bis 9 irgendwie da Och, rumgeisten. auch weiter oben, Ja, oder nicht sogar weiter oben. Europa. Ich meine, Van der Klar. Vaart, der hat ja schon so einen Namen und Adler ist ja auch eigentlich ein Top-Mann. Einfach mal Nummer 1, kurzzeitig. Ich meine, hier, ich weiß gar nicht, wann das war, aber Hamburg, der hat doch, der HSV hat doch vor 3 Jahren, 3, 4 Jahren auch noch im UEFA-Pokal noch gespielt. Oder vielleicht ist es auch schon länger her. Ja, das waren auch viele andere. Das sehen wir jetzt auch an Freiburg und Hamburg. Beide kämpfen dies ja auch um Abstieg. Ne? Das hat ja leider nicht mehr viel zu heißen. Das ist so diese Konstanz, die den Verein fehlt. Aber da kann man schon bald sagen,
Den fehlt fast der gesamten Liga, diese Konstanz, außer vielleicht zumindest Leverkusen. Ich meine, die haben sich ja Vizekusen auch reservieren lassen beim Patentamt. Die sitzen oben da drin. Gladbach stürzt ab jetzt wieder. Die waren noch Platz 3, glaube ich, am Ende der Hinrunde. Jetzt sind die auch abgestürzt ins Niemandsland der Liga. Schalke spielt immer oben mit. Gott sei Dank. Noch eine Mannschaft und Dortmund noch eine Mannschaft, die natürlich neben den Bayern da oben anzusiedeln sind, aber ansonsten fehlt es wirklich komplett an Konstanz. Ist es jetzt ein Vorteil für die zweite Liga, dass da überhaupt noch Chancen sind, vielleicht, dass man sagt, hier, okay, wenn wir aufsteigen, kommen wir nicht in, sage ich mal, in ein Gefilde, das schon so substanziell stark ist, wie jetzt zum Beispiel Braunschweig das merkt, dass sie einfach von der Substanz her mit nahezu den gleichen Spielern wie in der zweiten Liga ja nichts in der ersten richtig reißen, also auch so ein bisschen Pech haben, klar, aber überwiegend natürlich, wenn man einfach sagen muss, das ist einfach ein Qualitätsunterschied. Baumi, wie siehst du das? Ist das ein Vorteil für die zweite Liga, dass die erste dann doch so unkonstant ist? Oder sagst du, ja, so richtig prall ist es trotzdem nicht? Ja, wie sagt man das am besten? Also es ist immer schwer. Man hat es ja in Fürth gesehen, das ist im Prinzip eigentlich jetzt, was Braunschweig durchmacht. Das haben wir ja in der Saison vorher mit Fürth gesehen. Wenn du nicht wirklich nachrüsten kannst, dann wird es schwer. Also wenn der Kader fast 1:1 übernommen werden muss von der zweiten Liga in die erste, dann hast du selbst bei der inkonstanten unteren Hälfte der Bundesliga trotzdem Probleme, dich da zu positionieren. Ja, muss man mal abwarten, wie das wird. Und wir hatten aber auch schon ganz, ganz schlechte Aufsteiger. Ich glaube, die noch schlechter waren, als jetzt Braunschweig ist. Obwohl, wir hatten auch schon überragende Aufsteiger. Ich meine, Frankfurt ist Das aufgestiegen schon, und ja. Laudern. ja, Hertha. Meister geworden. Gutes Beispiel, Hertha. Die spielen jetzt eigentlich relativ konstant, haben für mich mit dem Abstieg sowieso nichts mehr zu tun und haben noch ganz locker einen Anschluss auf die Europaplätze. Also, was da Muss man gemacht wird, ist sagen, sowieso relativ muss sagen, man kann jetzt, bemerkenswert. wenn man jetzt ehrlich ist, man darf jetzt, ich bin der Meinung auch, man darf jetzt so ein Umfeld wie Hertha oder wie so eine Stadt wie Berlin, ist jetzt auch schwierig zu vergleichen wie mit Fürth, vielleicht Braunschweig, vielleicht Paderborn. Das sind alles Städte und auch, sag ich mal, vom Einzugsgebiet. Es ist sowieso verwunderlich, warum die Hauptstadt nicht viel weiter oben steht. Mit dem riesigen Einzugsgebiet, was eben der Verein bietet, ne? Und den Strukturen, die Infrastruktur, alles drum und dran. Gut, aber das scheint da ein bisschen zu fruchten, was jetzt da funktioniert. Gucken wir mal, wie es die nächsten weiteren Jahre dann aussehen wird. Wenn man sieht, 47 Punkte hat der Tabellenführer in Liga 2, der erste FC Köln. Hoffentlich nehmen sie noch ein bisschen die Stimmung mit aus Karneval für die letzten Spiele. 47 Punkte ist jetzt aber auch keine überragende Zweitligasaison. Ist besser als der Rest, aber auch nicht überragend. Wenn man sieht, 47 Punkte, wo wird man da in der ersten Liga stehen? Ein Stückchen hinter Bayern, ne? Platz 1, 2, 3. Ja, okay, man muss dazu sagen, die erst. Obwohl, nee, stimmt. Nee, ich hatte gerade überlegt, ob die zweite Liga nicht schon ein, zwei Spieltage mehr hatte, weil die fangen ja eigentlich immer früher an. Die fangen früher an, aber in der Winterpause fangen sie später an. Ach, stimmt, da war was. Nee. Guti, Baumi, hast du noch was? Komm mal, ich würde sagen, ne, wir sind gut dabei heute wieder. Auf alle Fälle. Beim nächsten Mal werden wir, wenn alles klappt, liebe Leute, sind wir nächste Woche wieder da. Also dann spätestens Montag bringen wir ja den Fußball-Talk dann raus. Wenn alles klappt, so wie wir uns das vorgenommen haben, wollen wir es jetzt ganz gerne wöchentlich machen. Dann schaffen wir, denke ich mal, nehmen wir gleich am Anfang die zweite Liga rein, dann sind wir da auch wieder mal eine Woche schlauer. Auch wieder ein paar Ergebnisse mehr am Start, wie es dann wirklich aussieht. Es geht Richtung WM. Das heißt, Fußball wird uns jetzt ab jetzt nicht nur wöchentlich, sondern täglich wahrscheinlich beschäftigen. Wie sieht's aus, etc. Haben wir auch nicht drüber gesprochen, über das Spiel Deutschland gegen Chile. Ach, Es sind Unmengen an Themen, es sind Unmengen an Themen, die wir ganz gerne besprechen wollen. Wir haben nur eine Stunde. Deswegen würde ich sagen, Baumi, du kannst anfangen mit deinem Schlusswort bzw. mit deiner Verabschiedung. Und dann gebe ich schon das Wort weiter an David. ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Mich bedanken, dass ich wieder dabei sein durfte. Tolle Geschichte. Und ja, wie der Bergi schon gesagt hat, nächste Woche wieder. Und dann versuchen wir das so weiterhin durchzuziehen. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich setze mich jetzt ein bisschen raus in die Sonne. Ich hoffe, ihr auch. Und macht's gut. Bis nächste Woche. Ja, das Gleiche kann ich eigentlich auch euch nur wünschen. Ich bedanke mich auch nochmal, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Nochmal nachträglich hier und ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ja, dann noch ein schönes Restwochenende mit der Sonne und einen schönen Wochenanfang.
Ja, geht mir genauso, wünsche ich euch auch. Habt viel Spaß die Woche über, viel Fußball. Denkt dran, Champions League Dienstag, Mittwoch und am Donnerstag Europa League. Ansonsten bei allem, was ihr treibt, viel Erfolg und viel Spaß. Bis dahin, ciao, ciao.